Hä? Wo ist der? Was ist das? Hä? Blackie? Das ist nicht das, wonach es aussieht! Da macht mal einmal einen Scherz zum 1. April, dass man YouTuber wird. So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ihr seht schon, ich habe eine Menge Katana-Sleeves und Sidewinder von der 2021 Exclusive. Wir erinnern uns, die 2020 Exclusive ist eine schwarz-rote Version gewesen. Die hat eine andere Farbe und das ist die Japanese Size. Genauso die Katanas, die ich bekommen habe. Ihr seht schon, die sind sehr dünn, ja, weil es sind nur 60. Und sie sind kleiner, weil, wie gesagt, hier sieht man es auch. Japanese Size, ideal fit. Ja, da bin ich mal gespannt. Ein paar von euch wissen ja schon, die mit mir auch so ein bisschen persönlich schreiben. Es war nicht unbedingt der größte Scherz, dass ich Yu-Gi-Oh! Am 1. April aufgemacht habe. Ich habe mir tatsächlich ein paar Decks auch besorgt und spiele auch mit ein paar Decks davon regelmäßig über Webcam, manchmal auch in Person, aber dann natürlich unter gewissen Auflagen. Spiele ich Yu-Gi-Oh! Keine Sorge, das wird hier auf dem Channel nicht so häufig vorkommen, dass ich Yu-Gi-Oh! Spiele. Dafür steht mein Name mit MTG Blackset einfach für ein anderes Kartenspiel. Nichtsdestotrotz haben mir die lieben Leute von Ultimate Guard hier einmal ein wenig Ausrüstung für meine Yu-Gi-Oh! Duelle geschickt, was ich großartig finde. Ich war erstmal verwirrt und dachte, sie hätten das Paket an die verkehrte Person geschickt. Haben sie aber nicht. Sie haben das an mich geschickt und zwar mit Absicht und zwar, um mich eben in meinen Duellen nun zu unterstützen. Deswegen teste ich die jetzt für mich und für euch. Ihr wisst, von den Katana Sleeves bin ich ein ziemlich großer Fan, weil sie sind einfach zum Mischen. Wie gesagt, steht auch, glaube ich, sogar auf der Webseite von Ultimate Guard mittlerweile. Einfach die geilsten Sleeves zu mischen. Und die Sidewinder, ja, ihr wisst, die benutze ich regelmäßig. Seht ihr regelmäßig bei mir in irgendwelchen Decks rumfliegen. Und ich benutze ja auch den Smart Hive davon. Und deshalb werden wir hier auch die Sidewinder comparen. Und deshalb fangen wir an mit genau diesem zuerst. Und zwar dem Sidewinder. Oh, ich bin ein bisschen nervös, weil die schwarz-rote Version, die war schon ziemlich geil. Also es hat mir sehr gut gefallen, das Schwarz-Rot. Und das hier sieht nach einem blau-elfenbeinbraunen Ton aus. Steht's auch drauf. Indigo und Cream. Okay, was ist ein sehr, sehr lila-blau? Ich kann es nicht genau beschreiben. Mach mir einfach mal auf. Ich bin schon gehypt. Ihr wisst, ich freue mich über sowas und ich zeige euch das gerne. Und sowas ist halt für mich. Ich teste das und nutze das. Und hier werde ich natürlich auch andere Dinge noch mit testen. Hier steht so extra dabei, 2021 Exclusive. Ob es davon auch wieder einen Rucksack gibt. Lifepad. Einen riesigen Superhive. Alles in Japanese Size. Also der Sidewinder fühlt sich jetzt noch nicht so viel anders an. Er hat eine sehr roughe Struktur. Die sind wir ja gewohnt. Das ist das Xenoskin. Das ist schon ganz gut. Und hier sieht man schon es durch. Oh mein Gott, wie edel. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie in die Kamera bekomme. Vermutlich nicht. Erstmal hier, thank you. Nein, thank you. Auch an Ultimate Guard. Danke dafür. Jawohl. Und hier, oh, Silizium Pack. Ich liebe es. Und das hier ist ein, ja, man könnte sagen, ein Elfenbeinton. Hier mit der Goldschrift drin, die ist auch erhoben. Und ich sehe jetzt, es ist die gewohnte Qualität. Ich bin von Ultimate Guard einfach keinen Schrott gewohnt. Gar keinen. Dementsprechend, ja, gucken wir mal von der Größe. Wenn ich jetzt hier meinen normalen daneben stelle, seht ihr, in der Breite macht das keinen Unterschied. Also ich fühle hier eine minimale Kante. Aber die ist sehr klein. Wo es einen Unterschied macht, ist hier in der Höhe. Seht ihr das? Da sieht man es ganz gut, denke ich. Das liegt eben dran, dass hier Magic-Karten hochkant eingelegt werden sollen und hier eben Japanese Size die Yugi-Karten hochkant eingelegt werden sollen. Diese Karte passt hier nicht ganz rein. Ich hoffe mal, ihr seht das jetzt gerade, wenn ich da ein bisschen reinzoome. Ihr seht hier so ein bisschen so eine Kante. Vielleicht hört man die sogar. Und ja, wenn ich das jetzt hier zumachen würde, würde ich mir die Karte kaputt drücken. Das finde ich halt auch prima gelöst. Hier auf der Seite steht sogar Japanese Size drauf, dass man hier wirklich sieht, das ist nicht die normale Größe. Bitte tut nicht eure Magic-Karten oder eure Pokémon-Karten da rein, sondern das ist Japanese Size, das ist kleiner. Das ist sehr, sehr cool gemacht, auch hier mit dem 100er Xeno-Skin. Ja, hier auf der Seite leer, hier unten auch leer. Hier steht nur das Wizard of the Coast, weil das halt von der Planeswalker-Series ist. Und ich weiß, ich habe jetzt schon länger keine Reviews mehr gemacht.
gemacht. Aber die Leute, die sich schon mit dem Channel ein bisschen auseinandersetzen, wissen, sobald es bei mir in Richtung Review geht, schaue ich mir die Dinger mal ganz genau an. Also hier, was ich hier sehe, ist, hier unten seht ihr diese Lasche. Das ist nicht ganz so sauber genäht, aber es ist halt Maschinenfactory. Da kann sowas passieren. Aber das lässt sich auch nicht reindrücken. Das bleibt... Gut, muss man halt auch schon ganz genau hinsehen. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass ein paar von den Nahtkanten nicht ganz so sauber sind. Aber das sind die bei denen hier unten zum Beispiel. Aber das waren die bei denen hier schon nicht. Also nichts, was jetzt irgendwie neu ist. Genau, ansonsten werde ich das jetzt mal bestücken nach dem Review. Und werde das mit mir rumtragen, werde es testen, werde es zu ein paar Duellen mitnehmen, werde auch so mal ein bisschen damit rumspielen und werde schauen, wie gut das Ding hält, wie sauber es bleibt, gerade mit der hellen Farbe. Und ja, werde da mal schauen, was ich euch dann dazu sagen kann. Zuvor gucken wir uns aber Japanese Size Katanas an. Ich habe hier eine Menge an Farben und ja, wer bis zum Ende dran bleibt, könnte passieren, dass ihr vielleicht noch eine Überraschung kriegt. Mal sehen, ich möchte nichts verraten. Und wir gucken uns diese jetzt mal an. Wir nehmen, was nehmen wir denn? Sonst haben wir immer Weiß genommen. Wir nehmen mal Weiß, weil Weiß ist tatsächlich die Farbe, die am schnellsten dreckig wird und dementsprechend, ja... nutze ich die ganz gerne für Reviews, weil sie eben zeigt, wie schnell Dinge dreckig werden. Sie zeigt große Wellen auf und so weiter und so fort. Bei Schwarz kommt das ein bisschen anders drüber. Ja, ansonsten, Katana sind halt sehr, sehr gut, zumindest die Magic-Sachen. Gucken, was die Yu-Gi-Oh!-Sachen zu bieten haben. Erstmal, was hier auffällt, was wir auch dieses Mal haben, ist, wir haben hier ein Weiß. Und innen drin sind die ein wenig dunkler. Das ist kein richtiges Weiß, sondern das ist halt fast schon Cream, nur halt, na gut, es ist auf jeden Fall weißer als Cream. Aber es ist eine andere Farbe. Die meisten der Katanas, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auch das Rot nehmen, haben hier innen drin halt eine ähnliche Farbe wie außen. Aber auch hier sieht man, das hier ist so ein doch kräftiger Rotton und das hier geht mehr leicht ins Braune. Das ist bei den Katanas aber normal. Und hat mich jetzt bisher auch noch nie gestört, muss ich sagen. Aber es wurde mir beim letzten Review gesagt, sodass ich das vergessen habe zu erwähnen, als ich die Katanas erzählt habe, wie toll die Katanas sind. Dementsprechend nehme ich das hier mal mit auf. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sleeven ein Deck. Aber bevor wir das machen, muss ich eine Sache ganz kurz bei meinem Review sagen. Und zwar habe ich meine Yu-Gi-Oh! Karten double sleeved. Das bedeutet, die haben eine Inner Sleeve. Das werde ich jetzt direkt mal testen, ob das funktioniert. Oder ob die, dadurch, dass sie ja hier oben mit Idealfit angegeben sind, eben nicht mehr passen. Das sind ja Dinge, die aktuell interessant werden, weil nach den neuesten Bestimmungen von Konami darf ein Yu-Gi-Oh!-Spieler sein Deck double sleeven. Das war ja jahrelang nicht so. Und deswegen ist das jetzt mal für mich mal interessant. Jawohl. Das funktioniert super gut. Hier oben auch gar nicht so wenig Platz wie sonst bei den Katanas. Krass. Sind komplett kristallklar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sieht. Fühlen sich echt cool an. Was ich jetzt noch testen möchte, dafür habe ich mir extra hier noch die normalen Ultimate Guard Inner Sleeves gemacht, weil eine Sache, die ich gelernt habe, ist, es gibt auch Leute, die die Inner Sleeves nicht von innen benutzen, sondern eben von außen benutzen. Und dafür kann man auch eine Inner Sleeve benutzen für eine Magic-Größen Inner Sleeve. Hat dann aber hier unten, seht ihr das? Ein klein wenig Luft, was aber nicht so schlimm ist, meiner Meinung nach. Da gibt es bestimmt auch andere Inner Sleeves, die ein bisschen länger sind, die man dann benutzen kann, um die anständig zu Triple Sleeven in dem Moment jetzt hier. Man könnte jetzt natürlich auch hingehen und das hier in eine normale Katana tun und diese normale Katana dann mit einer Third Skin von Ultimate Guard Hülle umhüllen und hätte dann eine Fünffach Sleeve. Aber so bekloppt sind wir ja zum Glück nicht. Ich mach's lieber dreifach und damit fange ich jetzt mal an. So, das Sideboard kommt später. Jetzt gucken wir erstmal an, was ich hier zusammengepackt habe. Erstmal ist das Deck natürlich voller Luft, weil das passiert beim Double Sleeven und auch beim normalen Sleeven. Drücken wir das mal zusammen. Hier passiert nichts mit den Karten, was ganz angenehm ist tatsächlich. Sind ein bisschen rutschig, aber das sind neue Sleeves ja immer. Aber so langsam funktioniert... Ah ja, stimmt, ich habe hier hinten ja noch eine getrippelsleevte. Die wollen wir natürlich nicht. Ich möchte ja wirklich testen, wie gut die Sleeves sind und nicht, wie gut die Inner Sleeves von Ultimate Guard sind, die um eine Yu-Gi-Oh! Hülle gespannt sind. Also, wie gesagt, es war nur so ein kleiner Hinweis, dass ihr mit diesen Hüllen auch trippelsleeven könnt, wenn ihr keine Inner Sleeves für eure normalen Yu-Gi-Oh! Findet. Übrigens, Inner Sleeves für normale Yu-Gi-Oh! Wichtig.
solange man sie noch benutzen darf. So, und dann haben wir die Karten. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich so hart gespannt. Oh mein Gott. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist das. Das ist der Katana-Shuffle. Mmh. Oh, schön. Oh, wunderschön. Die fallen wirklich ineinander. Also, ich mache da wirklich nichts. Wirklich. Ihr seht, ich habe sie nur in der Hand. Und die sind halt unten. Das ist halt. Oh. Sehr, sehr cool. Also, lässt sich genauso geil shuffeln wie die ganzen anderen Katana auch. Sie haben minimalst mehr Widerstand, was aber auch am Double Sleeve liegen kann, beziehungsweise auch an der Größe. Was ich jetzt aber persönlich nicht schlimm finde. Sie sind sehr, sehr, sehr flach. Also das Deck wirkt trotz Double Sleeving sehr dünn. Wirklich, wirklich dünn. Aber das kann auch dran liegen, weil ich die ganze Zeit mit Triple Sleeve Karten spiele, dass es daher kommt. Aber ansonsten, sie haben eine sehr schöne Kante drin. Eine wirklich schöne Kante. Und der Grund, warum ich mein Himmelsjäger-Deck ausgesucht habe für dieses Review, ist nämlich die unterschiedliche Rarity, die wir in diesem Deck haben. Und das, was ich mal sehen wollte. Und zwar wollte ich sehen erstmal, wie kommen denn die einzelnen Seltenheiten rüber. Ich meine hier, das ist nur eine Rare, also hier mit Silberschrift. Da kann man nichts viel falsch machen. Dann hat man das... Warum habe ich hier eine englische Karte drin? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich spiele eigentlich nur Deutsch. Aber okay, ja, kommt durch. Der Witwenanker ist ein bisschen dunkler, aber die Schrift kommt ganz gut durch. Ich weiß nicht, ob ich das auf Kamera finde. Dann die Secret Rare. Ah, hier. Da, wunderschön. Sieht man es, kommt glasklar durch. Und auch die neueren Gold Rares sehr, sehr klar durch am Scheinen. Ja, sehr cool. Das bedeutet, ich werde jetzt das Sideboard sleeven, werde damit ein bisschen die Woche lang rumspielen, werde ein bisschen effektiver auch damit vom PC sitzen und shuffeln. So, Sideboard, Extra Deck, Token und Field Center. Mir ist eine doofe Sache aufgefallen, und zwar die Field Center bei Yu-Gi-Oh!, diese Field Center Karten, sind Magic-Größe. Das könnte ein Problem sein, weil die habe ich normalerweise immer mit einer normalen Sleeve gesleeved. Und wir wissen ja, das passt nicht mehr. Dementsprechend mal gucken, wie es... so ohne Sleeve funktioniert, gefällt mir jetzt nicht ganz so geil, aber man kann ja nicht auf alles Rücksicht nehmen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den ihr achten müsst. So, 100 Karten sollen reinpassen. Wir haben hier Sideboard, Token, Extra Deck. Das sieht alles erstaunlich gut aus. Und eben Main Deck. Alles, denkt dran, gedouble sleeved und das geht easy. Da ist sogar noch ein bisschen Platz. Ich weiß es noch nicht, wofür. Also ich glaube, man hätte auch hier in der Breite ein bisschen sparen können. Man hätte die nicht als 100er rausbringen müssen. Als 80er vielleicht. Aber dann wäre es vielleicht zu eng gewesen. Aber ich habe hier jetzt praktisch alles dabei, was man braucht. Ich habe 2 oder 3 Token dabei. Ich habe das Field Center dabei. Ich habe, naja, Extra Deck dabei. Das ist sogar getrippelt sleeved, das Extra Deck. Also schon ziemlich krass, was man hier noch am Platz hat. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob so viel Platz wirklich noch nötig ist. Oder wofür. Also ich glaube, den nächsten könnte man echt noch einkürzen. Und zwar um einiges. Ohne, dass es jetzt super eng wird. Es muss ja auch nicht so sein. Es reicht ja so. Aber selbst das ist ja locker mal runtergeschärft. Ja, ansonsten, Klappe zu. Affe tot. Na, ich werde dich doch... Da, finally. Oh. Das hat gedauert und ja, war anstrengend. Also ihr seht, so schnell passiert da nichts. Aufgehen tut sie, aber halt nur mit sehr viel Gewalt. Ihr habt ja gesehen, ich habe geschüttelt wie ein Weltmeister. Sehr viel Gewalt. Und dementsprechend würde ich sagen, teste ich das jetzt, wie ich gerade eben ja schon angekündigt habe. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Also wir sind jetzt ein paar Tage drin und also mir ist bis jetzt noch nichts aufgefallen. Sie werden nicht sticky, sie gehen nicht kaputt. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich eigentlich den Reiztest gemacht? Und dann ist gefallen, nein, habe ich nicht. Deswegen schiebe ich den jetzt hier zwischen und gehe danach weiter ins Testing. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich Mittwoch und ja, mal gucken, wie das so wird. Na. Oh Gott. Ihr seht, ich musste... Ein ganz klein wenig Gewalt anwenden. Ganz klein wenig Gewalt. Oh mein Gott. Ah. Und hier. Ah, ja. So, auseinander.
kaputt gekriegt. Es ist, die Dinger sind super stabil. Wie gesagt, mir ist noch keine kaputt gegangen. Nicht mal ein Curling oben drin, kein Splitting, kein gar nichts. Und ich bin die praktisch 24/7 am Mischen. Zu langsam tun mir auch die Hände weh. Ich habe Angst vor einer Sehnenscheidentzündung. Aber das ist es mir wert, dass ich für euch diese neuen Katanas testen kann. Dementsprechend weiter geht's in der Woche. So Leute, es ist einiges an Zeit vergangen. Ich saß genau an diesem Schreibtisch vor einer Woche, bisschen mehr als eine Woche, ich gebe es zu. Ich habe die Sachen ja freitags bekommen, ich habe freitags aufgenommen. Ihr hattet mittwochs das kurze Update und jetzt haben wir schon Samstag. Da habe ich die länger wie eine Woche. Egal. Ich habe mega viel Spaß. Ich mag die Katana Sneeves, ich mag die Deckbox. Was mir aufgefallen ist direkt, ist, die Box wird doch, wenn man sie so im Ranzen hat, ein bisschen dreckig. Surprise. Also ich habe hier zum Beispiel, ich weiß nicht, wie gut ich das reinkriege, da seht ihr so ein Dreckding, das habe ich auch versucht so ein bisschen wegzumachen, aber es bleibt halt drin. Und ja, ansonsten, die Box hat gehalten, es ist nicht einmal aufgegangen. Ich war jetzt 6 Tage die Woche unterwegs mit dem Ranzen und habe auch mega viel mich umgeguckt und den Ranzen auch mal in die Ecke geworfen und auch hier die Ecken sind ein bisschen, haben was abgekriegt, was voll okay ist, weil man sieht es ganz, ganz wenig und deswegen sehr, sehr, sehr stabil. Es ist nicht einmal aufgegangen. Hier ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen überall so ein bisschen Knickdreck geworden und hier unten ist so ein bisschen vom vielen Auf- und Zumachen so ein bisschen, der Knick ein bisschen härter. Aber auch das hat es ausgehalten. Zu den Sleeves. Die Sleeves sind verdammt gut. Muss ich einfach sagen, finde ich, kann ich nicht anders sagen. Mir ist keine Sleeve kaputt gegangen. Ich habe tatsächlich relativ viel gemischt, habe das Deck auch ein bisschen umgearbeitet, weil Yu-Gi-Oh! Ist echt, echt, hier zum Beispiel mit Kauz und Schlossvogel, den ich jetzt spiele. Lassen wir das, wir machen hier kein Deck. sondern ein Review zu den Hüllen. Und ihr seht, die haben hier einen, ich weiß nicht, ob ich das reinkriege, hier haben die einen Angriffspunkt, hier und hier. Das liegt dran, wie ich mische. Ich drücke die genau an dieser Stelle praktisch rein und lasse die dann fallen. Und das mache ich dann halt wirklich stundenlang und habe ich auch stundenlang gemacht. Es war ganz witzig, ich war beim Arzt und wir mussten draußen stehen bleiben. Es war Sonne. Und dann habe ich einfach das Deck rausgeholt und habe angefangen zu mischen. Ihr hättet mal die Gesichter der Leute sehen müssen. Auch da sind mir 2, 3 Karten mal runtergefallen. Sieht man gar nicht, finde ich. Also das ist halt deshalb nämlich weiß. Ihr seht so ein bisschen, dass es Dreck anzieht. Das ist das, was ich immer wieder sage. Katana Sleeves könnt ihr nur benutzen, wenn ihr immer auf einer sauberen Oberfläche spielt, weil die sind so magnetisch für Dreck. Also selbst diese Oberfläche hier, die ich dir immer wieder ablege, ihr seht, die ist nicht so sauber. Also das ist eine relativ alte Matte aus der Ding und die liegt hier immer offen rum, die ist nicht sauber. Wenn ihr auf eurer normalen, sauberen Matte spielt, oh guck mal, da habe ich sogar was gefunden. Vorher gar nicht aufgefallen, dass hier die Karte ein bisschen... Die Hülle ein bisschen splittet ist. Sekunde. Diese Hülle müsste man austauschen. Die hat hier einen leichten Knick wegbekommen beim Mischen. Ja, wie immer live dabei. Ihr seht, findet man auch sowas. Also tatsächlich ist eine Hülle anscheinend, hat zumindest einen Schlag weg. Nichts kaputt gegangen, aber ein Schlag weg. Es kann halt gut sein, dass die halt beim Draußen, beim Runterfallen oder sonst wie angeschlagen wurde. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau, wegen der Unterlage. Ihr müsst halt schauen, dass ihr die Unterlage sauber haltet. Ihr seht das auch so ein bisschen, die Oberfläche von den Sleeves zerkratzt ein bisschen, nicht viel. Gucken, ob ich das ein bisschen reinkriege. Da so ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm, weil das tun alle Sleeves und dementsprechend ist das voll okay. Und wenn ich jetzt mal gucke, nach einer Woche Hände schwitzig, desinfiziert, rumgelaufen, draußen, drinnen, sonst wo, überall gemischt und trotzdem fallen die noch richtig gut ineinander. Das tun andere nicht. Ich bin sehr begeistert, gerade für Yu-Gi-Oh!, für dieses Sleeves, weil Yu-Gi ist für mich tatsächlich dieses Turnierformat Yu-Gi-Oh! Ich habe keine Casual-Decks, außer mein deutsches Meisterschaftsdeck von 2005 oder 4 oder 3. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war 5. Und das spiele ich nicht mehr. Und die ganzen anderen Sachen sind für mich Turnierdecks, wo ich eine saubere Matte habe und dementsprechend dann auch jedes Mal mich drauf vorbereite. Ich finde die super langlebig. Ihr seht auch hier oben so eine minimale Welle drin, aber auch nur bei manchen Karten und das ist voll okay. Ich bin begeistert. Also ich hatte schon wesentlich schlechtere Yu-Gi-Oh! Sleeves in letzter Zeit, weil so lange spiele ich das Spiel jetzt noch nicht. Und ich musste trotzdem schon verdammt oft teilweise meine Hüllen wechseln, je nachdem, was für eine Marke ich geholt habe. Und ich glaube, die Katana Sleeves könnten auch bei Yu-Gi-Oh!
zu meinem Standard werden, gerade wenn es um Turniere geht, weil die halten echt gut, sind sauber und sonst was. Ich würde jetzt, wie gesagt, für Turniere vielleicht nicht weiß empfehlen, weil weiß, wie gesagt, Dreck noch mehr anzieht. Das ist ja die Absicht, weshalb ich dieses Weiß in euch in den Reviews zeige. Die Farbe, die ich an eurer Stelle nehmen würde, ist blau oder schwarz, aber in diesem Fall blau. Das ist Japanese Size Ideal Fit 60 Katana Sleeves. Das könnt ihr gewinnen. Und ja, das heißt, ich mache nochmal ein Gewinnspiel seit langem. Und alles, was ich von euch möchte, ist, dass ihr mir schreibt, welche Yu-Gi-Oh! Sleeves ihr tatsächlich benutzt habt oder warum ihr die benutzen wollt. Und das Ganze läuft genau 7 Tage. Und ich werde in den Kommentaren die Person, die gewonnen hat, einfach anschreiben. Oh, und bevor ich es vergesse, nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an Ultimate Guard, die mir die Möglichkeit gegeben haben, die Katana Sleeves zu testen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, diese Deckbox zu testen für euch. Wie immer, das hier ist kein gekauftes Review. Das ist ein Review, was ich einfach so mache, um zu schauen, wie die Dinger sind, um euch zu zeigen, zu sagen zu können, wie gut oder wie schlecht die sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.